ich meinen Rabatt Elena SMA 15 für 15% Rabatt auf eure Trendbox oder auf eure Abo-Boxen, ganz egal was ihr möchtet. 15% Rabatt kriegt ihr mit diesem Code. Fangen wir einfach mal an mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das ein pflegender Sonnenschutz für 12,95 Euro. Und jetzt ist es ja wieder wichtig, Sonnenschutz aufzutragen, weil die Sonne im Frühling ist natürlich die, die am stärksten reinhaut. Nummer 1, beste vegane Sonnencreme 2023. Nice. 50 plus. Sunscreen 50 Plus kannst du die ersten Sonnenstrahlen unbeschwert genießen. Die vegane Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 plus schützt deine Haut vor Sonnenbrand und lichtbedingten Hautschäden. Die rein pflanzliche Rezeptur mit L-Carnosin verlangsamt zudem die Hautalterung. Zusätzlich wurde die Face Sunscreen von Nuki von Peter Deutschland e.V. zur besten veganen Sonnencreme 2023 gekürt. Ui, la, bla, bla, bla. Vielleicht komme ich mit den Haaren ein paar Mal ans Mikrofon, damit ihr wisst, was das für ein Sound ist. Das nächste Produkt können auch alle gut gebrauchen. Aufhellende Augencreme. Also man kann es immer gebrauchen. Das ist nicht etwas, was man zu viel haben könnte. Von Flannery Skincare für 54 Euro. There it is. Wir hatten noch nie was von dieser Marke, kann es sein. Jedenfalls erinnere ich mich nicht. Da das Mikro hier ist, hänge ich die ganze Zeit so herum. Das Mikro zieht mich immer magisch an. Vegan 10 Milliliter. Ist auch, finde ich, zum Verreisen sehr schön zu mitnehmen. Ist nicht so groß. Alrighty. Die aufhellende Augencreme Midnight Rain. Von Flannery Oude. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, I'm sorry. Verleiht deiner Augenpartie einen sanften Schimmer. Mit einer exklusiven Mischung aus Vitamin C, Peptiden und Hyaluronsäure kann sie die Spannkraft der Haut verbessern und sie intensiv mit Feuchtigkeit versorgen. Flannery verfolgt. Sorry, mein Licht macht die ganze Zeit Geräusche. Verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung von Schönheitsroutinen, um alle Menschen in ihrem Streben nach Wohlbefinden zu unterstützen. Dafür hat das französische Unternehmen Formeln mit hochmodernen Inhaltsstoffen entwickelt, die sichtbare und spürbare
Flannery. Produkte sind von der Vegan Society als vegan und tierversuchsfrei zertifiziert sowie Beta approved. Lass deinen Blick so strahlen, wie du dich fühlst. Alrighty. Dann haben wir das einzige Produkt, was ich wahrscheinlich nicht nutzen werde. Das ist eine Haarmaske. Ich benutze nie Haarmasken. Für 1,50 Euro von Shebens. Und man hätte vier verschiedene Sorten. Also es gibt vier verschiedene Sorten, die man hätte kriegen können. Ich habe die hier. Thank you.
nur mit Wasser. Ach so. Wow. Das probiere ich heute aus. Interesting. Deswegen hat es auch zwei Seiten, die für etwas anderes gedacht sind, nehme ich mal an. Okay. So kannst du getrost auf zusätzliche Produkte wie Make-up-Entferner und Co. verzichten und sparst dadurch Verpackungsmüll. Auch zum sanften Abnehmen von Gesichtsmasken eignet sie sich perfekt. Der innovative, für empfindliche Haut entwickelte Fasermix aus Mikrofaser und Viskose ist hypoallergen und für alle Hauttypen geeignet. Er ermöglicht eine besonders effektive, hautschonende und ressourcensparende Gesichtsreinigung und trocknet die Haut nicht aus. So fühlt sich auch deine Haut rundum wohl. Nice. Das will ich. Also das ist ein bisschen. Das sind so andere Faser noch mit drin. Und da ist es nur weich. Okay. Das ist vielleicht auch gut für die Augen. Fürs Augen-Make-up. Can you focus? Er will nicht fokussieren. Ein bisschen sauer. Ich glaube, es ist sowas wie Grapefruit. Es ist sauer. Ich mag keine sauren. Oh. Ich glaube, die sind nicht alle sauer, aber ich habe eins erwischt. Für viel Glück Momente in jeder Hinsicht. Womöglich.
Zucker, Schokoladenkuvertüre, Reissirup, Wasser, Erdnussmus, Kokosfett, Zucker, Rübensirup, Sojaprotein, Maisstärke, Emulgator, Sonnenblumenlecithin, Salz, Zitronensaft. Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Schmeckt bestimmt gut. Für alle, die den berühmten Erdnuss, ist er berühmt. Bin ich die Einzige, die das nicht kennt. Erdnuss-Karamell-Schokoriegel erleben. Ach so, die meinst nicht. Und sich eine rein pflanzliche Alternative wünschen, hat die Suche ein Ende. Hier kommt der EDKA-Regel von K-O-J-A-K-E. Ey, die Namen, die machen mich immer hier fertig in dieser Box, wirklich. Der Regel schmeckt mindestens genauso gut wie sein bekanntes Vorbild und überzeugt durch sein volles Aroma. Ich werde euch Bescheid sagen, wenn ich ihn gegessen habe, wie er schmeckt. Weil Snickers mag ich eigentlich sehr gerne. Natürlich ist da so viel Dreck drin, dass man nicht so oft essen sollte. Kein Wunder, hier treffen wir 30% Erdnusscreme und 22% geröstete Erdnüsse auf. 23% Karamell umhüllt mit feinster Schokoladenkuvertüre. Die Berliner Konditorei verwendete ausschließlich grüne Energie und Zutaten aus biologischer Landwirtschaft. Die Schokolade stammt aus fairem Handel, wie das Original, nur besser. Better. Muy bien. Dieses Gummiding hängt mir immer noch in den Zähnen. Als nächstes haben wir wieder was zu futtern, und zwar ein Süß-Lupinen-Protein-Aufstrich von Zwergenwiese für 2,69 Euro. Ich mag Zwergenwiese. Ich mag den Senf von denen. Und die Brotaufstriche, ja, die kenne ich auch. Gibt es ja ganz viele von denen. Aber der ist neu. Lupinen, ich weiß nicht, wie das schmeckt. Proteinaufstrich, Lupinenbohnen, 30%. Würde ich natürlich ausprobieren. Da ist drin Lupinen mit Paprika und Pfeffer. Okay, da ist noch Tomatenmark drin, Zwiebel, Sonnenblumenöl, Feldbohnen, Protein, Agavendicksaft, Steinsalz, Zitronensaft, Konzentrat, Pfeffermischung, Kartoffelstärke, Rauch, Salz, Knoblauch, Cayennepfeffer. Wow! Ich hoffe, das ist nicht ganz zu pikante. Ich mag keine scharfen Sachen. Absolutely not. Besonders Cayennepfeffer und sowas. Oh. Nein, danke. Hier kommt jede Menge Protein für dein Brot. Brandneuen Proteinaufstriche Lupi Love von Zwergenwiese sind die perfekte Wahl, wenn du auf eine ausgewogene Ernährung Wert legst. Die Basis bilden hier Süßlupinen aus deutschem Anbau in bester Bioqualität. Qualität. In deiner Märzbox entdeckst du eine von 6 aromatischen Sorten. Ah, okay. Freue dich auf Tomate, Curry, Paprika, Pfeffer, Thai, rote Beete oder Zwiebelknobi. Zwergenwiese kann inzwischen auf über 40 Jahre Erfahrung in der Zubereitung feinster Bio-Brotaufstriche zurückblicken. Erfahrung, die du schmecken kannst für gute Laune bei jedem Bissen. Also es gibt sind die dann alle? Ah, die sind alle Protein. Aber eben diese verschiedenen Sorten Curry, bla 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 bla. Jetzt verstehe ich es. Und ich habe dieses Paprika-Pfeffer. Paprika mag ich also. Pfeffer auch. Sollte halt nicht zu scharf sein. Aber Pfeffer mag ich und ich verwende es viel. Dann natürlich, also nicht direkt was zum Essen, aber was zum Trinken. Von denen hatten wir schon mal was. Aber ich kann mich nicht erinnern, was. Diesmal haben wir einen grünen Daiquiri.
ist nice. Ich habe früher jeden Tag, jeden Morgen Grüntee getrunken. Und dann irgendwie habe ich damit aufgehört. Jetzt habe ich wohl keine Lust mehr auf Grüntee. Überhaupt nicht mehr. Man hat halt so Phasen in seinem Leben. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Okay. €10,50 kostet der grüne Daiquiri. Grüner Tee für dein Wohlbefinden. Der grüne Daiquiri, Gartentee, den Dahlia von der Kampagne, besticht durch seinen angenehmen, zartbitteren und zugleich mit frischen Geschmack. Die Blätter grüner Tees stammen von denselben Teebüschen wie die der Schwarztees, werden jedoch nicht fermentiert. So bleibt die grüne Farbe der Blätter genauso wie die ursprünglichen Inhaltsstoffe und das typische Grüntee-Aroma erhalten. Dieser Gartentee stammt ausschließlich aus dem kontrolliert biologischen Anbau von Teegarten Dindaria in Indien. Natürlich, ich werde es anders gelesen, nicht wahr? Neben ökologischem Anbau setzt sich das Unternehmen für fairen Handel und soziale Arbeitsbedingungen in den Anbaugebieten ein. Das schmeckt bestimmt voll gut. Ach, jetzt muss ich wieder anfangen, Grüntee zu trinken. Dann, ja, ihr habt es richtig erraten, wieder was zum Essen. Natürliche Ofenbrotchips von Breakers für €3,35. Die machen schon mal Kraft. Verwenden, falls ihr es möchtet, wenn ihr auch was von denen bestellen möchtet, auf deren Website. Okay. Und die Frage ist jetzt, wie kriege ich das auf? Ah. Noch ein Hindernis. Frag mich, was die noch alles haben.
ich habe von denen irgendwie noch nie was gehört. Oder gesehen. Ich habe sie noch nie gesehen im Verkauf. Vielleicht gibt es die nur online. Okay. Hier kommt ein ganz neuer Genuss. Pur und unverfälscht im Geschmack. Breakers. Offenbrotchips. Wie es sie noch nicht gibt. Die sind echt gut. Also Breakers pur bestehen aus Roggen, Wasser und Salz und werden in sorgfältiger Handarbeit im schönen Franken produziert. Der hauchdünne Teig wird im Ofen ganz ohne Fett gebacken und verwandelt sich in einen unwiderstehlichen, knusprigen Snack, frei von Zusatzstoffen oder Geschmacksverstärkern. 100% natürliche Zutaten für einen garantierten Genuss. Manchmal macht man das ja auch selbst im Ofen, ne? Dieses, also altes Brot nehmen und, aber meistens macht man diese Croutons da, ne? Und das, also die Form ist voll gut zum Knacken, Zerkauen und der Geschmack, die sind richtig fresh. I like it very much. Dann haben wir etwas zum Trinken. Aromatischer Bio, mehr Fruchtsaft. Feel Good Tag Cool. Muss ich irgendwo mal probieren.
gerade gedacht, das ist schon.